Thornton ist ein Mann, der sich genau an die Vorschriften hält. Was ist denn hier los, Soapy? Nichts Wichtiges, nur ein kleines Spielchen zum Zeitvertreib. Wir haben einen knappen Terminplan, Jungs, dann macht schon, helft mir. Jeder Tag verläuft bei ihm immer nach demselben Muster. Hallo, Dad, ich bin's, Al. Es ist genau 9 Uhr. Ich könnte meine Uhr nach dir stellen. Es war nur ein Witz, Al. Ja. Aber heute wird Al Thornton etwas entdecken. Ich bin vollkommen nackt, bis auf die beiden. Luden den menschlichen Augäpfel in meiner Hand. Und etwas sehen, was ihn auf seiner Reise zu einem Ziel führt, das sich ein wenig außerhalb der Realität befindet. Wow! Wo ist der Rest deines Hauses? Ich habe nur die Hälfte gekauft. War ein besonders günstiges Angebot. John Turturro, Sam Rockwell. Morgen! Und irgendwo zwischen Traum und Fantasie entdeckt Al Thornton für sich eine völlig neue Welt. Und findet sich selbst. Dieses Land wird von intelligenten Leuten regiert, denen allerdings der gesunde Menschenverstand fehlt. Und genau aus dem Grund bin ich hier draußen. Nur ich mit meinen Instinkten und der Natur. Und rothaarig, entweder ist die Cheerleader oder Molly. Er hat einen echten Knall. Nein, nein, überzeug dich selbst. Vom Regisseur von Johnny Suede. Ich habe eine Kiste voller Mondlicht. Und Living in Oblivion. Ein Film zwischen Traum und Wirklichkeit. Jeder Mensch kann sich entscheiden, auf welchem Weg er durchs Leben geht. Al Thornton, Mittwoch, den 4. Juli um 1:05 Uhr. Box of Moonlight, ein Film von Tom DiCillo.